Hallo Minecraft-Freunde. Wir haben in der letzten Folge. Was ist das denn für ein Loch da? Sicher jetzt erst. Wir haben in der letzten Folge hier den Mahagoni-Boden reingezogen. Und dann haben wir angefangen, hier diese Treppe zu bauen. Formschön. Und werden das jetzt auf der anderen Seite parallel genauso machen. Guckt ihr was, ne? Das hättet ihr nicht gedacht. Ein zu früh gegessen, ne? Zwei Herzen, ist egal. So, das machen wir jetzt also auf der anderen Seite genauso. Ich hoffe, ich kriege das so hin. Aber ich denke, das geht schon. Ah, jetzt muss natürlich noch Boden raus erst. Drei reichen. Denn die Treppe hat ja irgendwie da angesetzt. ID-Content-Treffer. So. Ja, jetzt wollen wir da drauf bauen wir da drauf. Ihr könnt mir auch mal gerne hier runterschreiben, jetzt wo immer noch eure Sommerferien so langsam zu Ende gehen. Also, ich weiß, manche haben noch ziemlich lange, aber bei manchen gehen sie auch wirklich schon zu Ende. Könnt ihr mir gerne mal hier drunter schreiben, geschkritzele, wo ihr wart, was ihr gemacht habt oder sowas. Das würde mich interessieren. Vielleicht wart ihr in einem schönen Ort und habt irgendwas Schönes gesehen, was ich dann nachbauen soll. Das wäre ja was, ne? Wenn ihr vielleicht nicht in Griechenland wart und einen Tempel gesehen habt, dann könnt ihr mir das mal sagen, wie der aussah. Oder Bilder schicken. Bilder schicken ist gut. Ich glaube, dafür richte ich noch eine E-Mail-Adresse ein. Und dann baue ich das nach. Zwei. Das wollte ich wissen. Ja, das wäre doch mal was, ne? Ich baue Urlaubsziele nach, genau. Das ist ja die Idee. So, jetzt 1, 2, 1, 2, 3 habe ich gesagt, ne? Kann man das von hier unten? Das ist sehr gut. Dann muss ich da oben nicht so rumkraxeln, wie bei der anderen Seite. Geht nicht. Muss hoch. Ja, super. Noch mehr super. Supi. Das haben wir nicht mehr. Das sieht völlig irre aus. Ich muss mir das gleich mal auf der anderen Seite auch angucken. Ich baue völlig irrsinnige Sachen. Das ist auch schön. Hier Schneegrenze. Und dann fangen wir hier schön Birken an. Da, die stehen im Schnee. Das ist nicht so gut eigentlich. Das wollte ich nicht. Ist da eine Katze? Ne, ein Hund. Eieiei. So, Cobblestone brauchen wir noch jede Menge. Gut, dass wir noch ein paar haben. Boah, die Katze. Naja, ist egal. Lassen wir sie einfach Katze sein. Lassen wir die Katze Katze sein. Denn eine Katze steht nicht auf einem Bein. Eine Katze braucht zwei Beine. Da sieht schon abgespaced aus, weil die einfach noch nichts ist, aber da kommt ja noch was hin. Eieiei, was ich für Riesengebäude schon wieder baue. Aber ihr werdet sehen, das muss so groß sein. Das geht gar nicht anders. Ja, so kann man das lassen. Und jetzt habe ich einfach gesagt, nach innen reingelegt oder wie, ne? Hab ich gesagt, einen habe ich freigelassen. Okay. Einen habe ich freigelassen. So, dahin. Obwohl, da kann ich den auch noch zubauen. Das macht ja dann auch nichts mehr aus. Boah, das könnte man so machen. Tada! Schön, ne? Ich hoffe, ihr habt mittlerweile schon erraten, was das hier wird. Also, bis jetzt habt ihr ja nur die erste Folge gesehen, aber wenn ihr natürlich das hier seht, jetzt, ne, dann habt ihr bestimmt schon erraten, was es wird. Sieht nicht wie eine Lagerhalle aus. Wenn doch, dann gebe ich mir ziemlich viel Mühe mit einer Lagerhalle. Gut. Wo mache ich jetzt weiter? Vorne, Mitte, hinten. Ich muss da noch was anbauen. Hier muss noch was hin. Muss noch was hin? Ach, das geht ja gar nicht. Das sind ja Fenster. Moment mal. Dann müssen die Fenster eventuell nochmal weg. Das kann passieren. Und hier auch. Da müssen die Fenster auch wieder weg. Dann muss ich Fenster ins Dach reinbauen. Ja, das geht. Ich würde sagen, wir machen das hier oben mal ganz zu. Das ist jetzt einfach... Also das hier spontan, das ist jetzt nicht überlegt. Das ist halt so passiert, weil ich die Treppen so gebaut habe.
Bum, 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 bum. So. Es wird schon wieder Nacht, ey. Ich könnte ja... So, dann rennen wir mal rüber, bevor uns irgendwas passiert hier. Kann ich auch gleich überlegen, womit ich weiterbaue. 2,5. Passt genau. Sehr gut. Ist gut abgepasst. Man sollte so einen Hungerwarner kriegen, ne? Wenn man irgendwie... Das Ding müsste erkennen, was man in der Hand, was man im Inventar, zum Beispiel Brot. Und dann müsste das automatisch, wenn 2,5 fehlen, so ein Piep, Piep, Piep machen oder sowas, damit man weiß, ah, hier schnell was essen, dann ist man wieder voll. Gibt's so ein Addon? Das wäre schön. Ihr könnt das mal nachgucken. Ich will das also so ein Hunger-Addon. Heißt aber auch, wenn ich irgendwie ein Steak in der Hand habe, was ja irgendwie 4 Herzen gibt oder sowas, dass mir das natürlich erst warnt, wenn das Steak mein Herzen voll auffüllen würde und nichts verschwinden würde. Das wäre toll, das wäre fantastisch. Keine Lebensmittelverschwendung mehr. Hab ich ja letzte Folge schon drüber gesprochen, über Lebensmittelverschwendung. Ja. Das wäre toll, wenn wir die hier in Minecraft wenigstens schaffen, abzuschaffen. Gehabt haben, tun, getäten. So. Ich glaube, jetzt muss ich doch unten wieder mit hiermit weitermachen. Weil sonst weiß ich nicht, wie ich das oben machen soll. Oder aber hier drin. Ich glaube, ich mache hier unten mal wirklich. Ja. So, das heißt. Das, geht nicht. Verdammt! Hier passt hier vorne was. Machen wir das anders? Aber hier muss dann eine Wand. Na, das geht ja überhaupt nicht, so wie ich das gemacht habe. Hier, das sind ja mal Zweierdurchgänge, ne? Ah, nee, warte mal. Wenn ich da einen Stein hinsetze. Und da einen Stein. Dreier. Oder kriegen die alle Doppeltüren? Aber dann wäre es Platzverschwendung. Nein, dann wäre es Platzverschwendung. So, wir machen das mal so. Moment. Ich habe keine Speicherzacke mehr, ne? Da war ja was. Ah, oh, nee. Ich bin so doof. Sag mir doch, dass ich eine neue Spitzhacke machen muss. Oh, sowas vergesse ich doch unterwegs. Das ärgert mich. Weil es einfach nur unnötig Zeit ist, was ich hin und her verbringen muss. Ja, super. Ich habe nicht mal mehr hier Stickies. Das ärgert mich auch. Machen wir erstmal direkt ein paar. So. Hier, nimm die Stickies wieder. Die brauchen wir alle nicht. Wir brauchen nur 2 Stück für eine Spitzhacke. So, eine Spitzhacke machen wir aus 3 hiervon. Jetzt habe ich hier schon wieder durch was dabei. Immer wieder kommen da solche. Und ja, da habe ich auch schon wieder haufenweise dabei. Mein Gott. So. Zack, 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 zack. Gut, dass ich hier einigermaßen organisiert jetzt bin. Das ist eine Spitzhacke. Ja. Ich hab irgendwie gedacht, ich hätte fast eine Hohe gebaut oder sowas, aber na, sah vielleicht so ein bisschen so aus. Habt ihr mir eigentlich schon geschrieben, was ihr zu diesem Texture Pack sagt? Also, würde mich mal interessieren. Welches Texture Pack benutze ich ja eigentlich gerade? So, John Smith ist das, glaube ich, ne? Genau. So, wo wollte ich denn weitermachen? Hier unten. Rennen wir erstmal da hoch, damit wir hier hinten wieder unten. Eigentlich wäre 3 optimal. So. Dann würde ich sagen, diesen Raum machen wir breiter. Der wird hier angesetzt. Tür. So. Wand. Tür. So muss es sein, ne? Cobblestone. Dann haben wir die Tür quasi immer links. Links. Ja, passt. Anders geht's ja eh nicht. Da ist die Wand. Ja, das passt doch. Das passt ja optimal. So kann man das machen. Nee, doch. Oder? So, dann ist hier die Wand. Da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Jo, das geht, würde ich sagen. Das geht. Da
kann man so machen. So, dann machen wir mal zu, das sieht man dann nicht mehr. Hier ist sowieso Wand. So, wie groß muss das sein? Natürlich ist wieder dieser Drecksberg hier im Weg. Ich hoffe, da muss ich nicht allzu zu viel vom Weg machen. Sonst kriegt ihr irgendwann die Krise hier. Nein, der Ruther, der arbeitet schon wieder Dreck ab. Hilfe, das gucke ich mir nicht mehr an. Und ich kann es verstehen. So, nichtsdestotrotz, der Dreck muss weg. Denn wir wollen hier ein großartiges, fantastisches Riesengebilde hinbauen. So, die Reihe noch weg. Ich hoffe, das... Jetzt muss ich mir überlegen. Okay, noch ein Blick. Würde ich jetzt mal gerade sagen. Also, ich habe jetzt mir schon überlegt, was für eine Inneneinrichtung reinkommt. So mal eben spontan. Und denke, so müsste das reichen, oder? Boah, das wäre echt schon sehr... Könnte ich zwei übereinander machen? Das geht. Boah, wäre das eng. Das wäre richtig eng. Oder immer nur... Das geht natürlich auch. Nein, das wird schon so. So passt das. So lassen wir das. So, hier hinten kommt ein Fenster rein. Das weiß ich jetzt schon. Das ist quasi mein Prototyp hier, den ich jetzt hier baue. So, nach hier hin kann kein Fenster, da wird nämlich, da muss ja Wand, ne, das muss ja so, das seht ihr ja selber, ne? Wegen Gleichheit und so. Gleichheit in allen Dingen. Das Fenster hat jetzt übrigens den besten Ausblick. Ihr seht, ich werde da nochmal Dreck machen müssen. Was ist eigentlich für ein Berg? Auch einfach nur so, random Berg, okay. Random Berg. Ja, perfekt, würde ich sagen. Ja, der war auch perfekt. Perfekt daneben gesetzt. Oh, 2,5. Siehst du, wo war der Pieper? Piep, 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 piep. Oder so. Guckt echt mal nach, ob es so ein Addon gibt. Das wäre echt hilfreich. Wir versuchen ab jetzt Lebensmittel nicht mehr zu verschwenden in Minecraft. Perfekt. Guck mal, wie das passt. Ha. So ein bisschen im Kopf planen, während man baut, ist wunderbar. Guck mal, ui, das ist wunderbar. So, jetzt kommt hier natürlich so ein schnöder Holzfußboden rein. Dann nehmen wir wieder den dunklen. Habe ich noch dabei, ne? 32 Stück habe ich mir bei der letzten Folge, glaube ich, immer mit vertan. Oh, perfekt. Guckt euch das an. Das ist ja wunderprächtig. Ah, schön. Also, im Gesamtkonzept hinterher passt das wunderbar rein. Ja. Oh, ist das herrlich. Das gefällt mir. Echt. Genauso, wie ich mir das gedacht habe. Und wenn etwas ist, wie ich es mir gedacht habe, ist das immer gut. So. Dann machen wir direkt noch einen. Daneben. Um zu sehen, wie das aussieht. Wie das wirkt. Oh, Holz reicht auch ganz genau. Das ist ja fast, als hätte ich es geplant. Nur so wenig Holz mitzunehmen. So, mal gucken hier. Da muss es auf jeden Fall zu. Da muss offen bleiben. Da muss zu. Jetzt auch klar, warum an den Seiten keine Fenster rein können, ne? Weil einfach da schon der nächste Raum ist. Man würde mehr mit den Fenstern, wenn hier Fenster wären, würde man ja direkt in den nächsten Raum reingucken. Das geht natürlich nicht. So, habe ich mir gedacht, da muss die Tür hin, ne? So. Oh, die Cobblestones reichen auch ganz genau, was ich gerade in der Hand hatte. Ja, das wird wunderbar. Oh, herrlich. Und hier oben ziehe ich dann Holzboden rein, oder was? Aus diesem normalen Holz. Holzboden aus normalem... Naja, okay. Zack, zack. Ich gucke mir das mal schnell an. Dann wird das zwar saudunkel da drin, dann muss ich gleich mal irgendwelche Fackeln aufhängen. Aber das macht ja nichts. Oh, ich kann mir gar nicht mehr viel angucken, weil ich sehe gerade, die Zeit ist schon so fortgeschritten. Komm, ich mach das noch eben schnell. Ist egal, da gibt es wieder eine längere Folge. Macht ja nichts. Stört euch auch nicht, wenn ihr mal 2 Minuten länger gucken könnt, oder? Dachte ich mir doch. So, machen wir das hier neben direkt auch. Oh ja, ich muss mich beeilen. Los, schneller, schneller. Da hinten auch. Schneller, 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 schneller. Oh, das sieht gut aus, glaube ich. Habe ich Fackeln dabei? Die muss ich mich mal schnell da rein proppeln.
Oh, perfekt. Ich würde sagen, da eine Fackel hin und über die Tür eine Fackel hin, dann mach ganz nach oben. Oh ja, schön. Das sieht scheiße aus. Die Fackeln kommen dahin. Oh, schön. Das sieht scheiße aus. Finde ich gut. Das sollte man sich merken. Ich glaube, so ist das gut. Andere Seite auch Fackeln rein. Generell, hier sind die ersten Fackeln, die ich hier umsetze. Hier müssen auch irgendwie Fackeln noch hin, ne? Ich würde sagen, da kommen immer die Fackeln da so zwischen. Ja, das heißt, da wird wieder eine Fackel hinkommen. Das ist gut. So, lassen wir das. Und dann muss natürlich auch noch da eine Fackel hin. Zack. Ja, das wird gut. Nächste Fackel kommt dann hier hin. Und hast du nicht gesehen. Also nur mal an die Wände quasi. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut, dann logge ich mich jetzt eigentlich aus. Wir haben eine Minute überzogen. Es macht ja nichts. Und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.